Oh geil, die Felgen sind endlich da. Und ich habe mich schon mit Werkzeug direkt bewaffnet, kann von mir aus sofort losgehen und ich bin gespannt, wie das am Auto aussieht. Sehr geil. Und los geht's. Let's go. So, eins hast du jetzt schon mal runtergemacht. Was haben wir überhaupt bekommen? Weißt du das schon? Das ist eine ganz gute Frage, ne? Weil wir haben ja die Wheels Company angeschrieben. Dann haben wir gesagt, hey, wir haben ja unser Projekt hier am Start. Habt ihr Bock dabei zu sein? Und dann hat der andere gesagt, ich mache mich mal schlau. Was für Felge wollten ihr überhaupt? Haben wir so eine kleine Selektion uns ausgesucht. 100% deutscher Schlager. Ich habe dir die Liste der Channels. Fuck you! Alexa, Klappe! Steffen, zieh mal den Stecker raus. Titel auf Radio Paloma. Radio Paloma. Sorry, du hast jetzt Sendepause. So, kill die mal. Also, der André, erzähl mal was dazu. Das ist, glaube ich, die Wilks Company. Das heißt, Räder und Reifen, Felgen ohne Ende, richtig? Ja, das ist ja quasi der Vertrieb in Deutschland hier, wo ihr echt eine übelste Auswahl an Räder, Reifen habt und vor allem auch sehr geil der Radkonfigurator. Ne? Du kannst quasi sagen, ich habe das Auto wie jetzt hier bei uns, der Golf 7R, wählt ihr aus mit eurem Baumuster, Zulassungsjahr und allem drum und dran und dann habt ihr euer Auto dort stehen. Könnt auch nochmal die Farbe ändern, also wie bei uns hier sind wir dann erstmal auf schwarz gegangen, weil unsere Farbe gibt es ja so nicht. Ne? Und dann haben wir uns einfach mal durch die Auswahl durchgeklickt. Vor allem, man kann direkt auswählen, willst du einen 18 Zoll Satz, 19 Zoll, 20 Zoll. Kannst du das nochmal so ein bisschen rausfiltern. Und dann sieht man das. Und dann siehst du das. Dann hast du unter deiner Auswahl, was für Felgen sind passend für dieses Fahrzeug. Wir verlinken auf jeden Fall mal den Shop vom André unten in die Leiste. Steffen, pack mal aus. Schauen wir doch schon mal. Da hinten steht das Ganze. Guck mal, ich habe hier schon den Lieferschein. Das sind Thomasson-Räder geworden. Oh, nice. Thomasson. Thomasson. Eine sehr, sehr coole Marke auf jeden Fall. Ich kenne die Jungs selber auch schon eine ganze Zeit lang persönlich. Grüße gehen raus an Justin. Und wir haben einmal die TN26 in Mattbronze bekommen. Wunderbar. Und Bronze vor allem finde ich auch richtig geil. Haben wir an unserem R8 drauf gehabt. Von genau. Werk aus schon so einen leichten Magnesium-Bronze-Look. Ich glaube, das ist für die Saison einfach die Farbe, sage ich mal. Sehr geil vor allem, finde ich. Wir können es jetzt einmal am schwarzen Auto sehen. Das ist natürlich der richtig krasse Kontrast, wo man dann sehen. Ne? Oder dann später, wenn unser Fahrzeug foliert ist, dann denke ich, wird es auch sehr, sehr gut aufs Fahrzeug passen. Ich bin gespannt. Was haben wir da für Größenverhältnisse? Also mal zu den technischen Fakten. Wir haben 8,5 x 19 ET45. Für uns war es wichtig, wir wollen keine extrem breite Felge haben. Klar, wir müssen auch noch auf der Allrad achten. Deswegen Mischbereifung sehr, sehr schwierig, geht dann stark aufs Verteilergetriebe. Daher einmal ringsrum die 8,5er Felgebreite. Ja, ganz klar, 5x112er Lochkreis, versteht sich selbst bei VW. Und dazu haben wir den Thomasson Sport Race bekommen. Also gleich, die liefern auch gleich den richtigen Reifen dazu. Ein Komplettrad. Gerade bei Thomasson natürlich der Vorteil, ne? Beides kommt aus einem Haus, aber auch bei der Wheels Company könnt ihr euch euer Komplettrad komplett konfigurieren. Sucht euch euren Hersteller raus, falls ihr eine Lieblingsmarke habt und dann kriegt ihr das im kompletten Set fertig montiert, gewuchtet, ausgeliefert. Ja, und besser geht's nicht. Plug and Play, ne? Vor allem. Ja, brauchst du den Mist eigentlich nur noch draufstecken. Richtig, genau. Ja. Und ich muss sagen, der Thomasson Sport Race ist auch wirklich ein guter Reifen. Jetzt kommen vielleicht die Freaks und sagen, oh, ich brauche was Namhaftes. Ich habe den Reifen persönlich selber schon auf mehreren Fahrzeugen gefahren und muss sagen, ich bin echt positiv überrascht gewesen und habe ein ganz anderes Bild darauf. Deswegen vertraue ich dem Reifen auch gut. Was haben wir hier? Unsere klassische Felge 18 Zoll, die muss weichen. Richtig, genau. Ich habe was vergessen. Was denn? Wir nehmen natürlich nicht die Serie Radschraube, weil im Lieferumfang sind auch noch mal passende Radschraube dabei. Ist auch noch dabei. Die hole ich mal schnell. Ja, perfekt. Mitgedacht. Dann hol gleich mal alles her. Was brauchen wir sonst so? Ansonsten haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier eine Hebebühne haben.
Kann ich das dann daheim auch machen letztendlich? Ganz klar. Normal wie Winter- und Sommerreifen umstecken oder ist dann bei der Tuningfelge irgendwas zu beachten noch zusätzlich? Nee, also natürlich, wenn ihr die richtige Felge gekauft habt, deswegen auch bei der Wheels Company, die prüfen nochmal anhand eurer Fahrzeugdaten den ganzen Bestellumfang und checken, ob das auch wirklich passt. Das ist auch nochmal ein sehr geiler Service, finde ich. Und wenn das alles passt, dann könnt ihr das zu Hause machen. Nehmt einen Wagenheber, müsst ihr halt jeder das einzelne Rad aufgucken. Ne? Aber ansonsten, let's go. Der passende Radschuss dazu oder halt ein Schlagschrauber, geht schneller. Und ganz wichtig, Drehmomentschlüssel. Am Schluss dann. Ja, weil wir haben nämlich hier einen Drehmoment, das man beachten müsse. Und das soll auch passen, nicht, dass uns der Radsatz flöte geht. Mensch, warum steht das Auto so schief? Du hast ja das schief aufgebockt hier, ey. Schief ist das neue Kreativ. Ich merke schon. Also, was haben wir alles dabei? Wie nennt sich der Spaß hier? Vor allem einen schönen Rosa, ist ja auch klasse hier. Ja. Ist ja nett, dass Thomas und da gleich auch an die Mädels denkt. Das ist Unisex-Material, ganz klar. sind unsere Radzentrierringe. Denn wir haben ja hier die Zentrierung und natürlich müssen wir darauf achten, um die Unwucht zu beseitigen, nicht nur von der Felgegewichte quasi, die eingeklebt werden, sondern auch die Zentrierung, muss hier super schön drauf passen. Und wie ihr sehen könnt, da ist kein großer Spiel drin. Das muss also wirklich drauf lutschen. Es kann passieren, dass ihr hier vielleicht so ein bisschen eine Rostbildung habt. Das könnt ihr gerade natürlich wegmachen. Drahtbürste, oder? Mit der Drahtbürste, mit einem feinen Schleifpad. Einfach wirklich den groben Rost entfernen. Ist jetzt hier nicht so schlimm. Schaut euch das mal hier an. Das sah gerade eben für mich aus, als wäre das eine Spurplatte. Ja, aber es ist eins. Aber das ist ein kompletter Sattel, ja. Beziehungsweise es ist ja die Scheibe bremst, ne? Krass, habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Man lernt nie aus. Wichtig, Zentrierringe erst in die Felge rein. Ach, erst in die Felge? Ja. Habe ich jetzt umgekehrt gemacht, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kann halt Spoiler und nicht Felge. Gut, dass ich dich dabei habe. Und auch hier nicht wundern, das geht ziemlich pressrein, weil es muss ja auch heben. Ja. Soll ich noch ein wenig hochlassen, ne? Oder kommst du? Nee, müssen wir glaube ich noch. Ey, schau mal, wie geil das ausschaut. Das schwarz schon. Wollen wir den vielleicht so weit rausschauen lassen, den Reifen? Gibt es ja 120er Spurplatte. Ich meine, es wäre für uns kein Problem, die passende Radlaufabdeckung zu kriegen. Wir machen einfach mal richtig krasse Verbreiterungen drauf. Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen hoch. Ja, das reicht tatsächlich nicht. Im kleinen Tick geht's hoch, die haut man nicht ab. Ich bin jetzt runterschmeißt, der weiß schon, was los ist. Ja, super. Also schwarz und dann dieses Bronze-Gold. Mega. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum ich das mit dem Schlagschrauber anziehe. Kein Problem, denn wir haben hier eine Druckverstellung. Auf Stufe 1 bei dem Schlagschrauber weiß ich, sind wir so circa bei 100 Newtonmeter. Das heißt, es wird schon mal schön angezogen und den Rest mache ich dann jetzt im Anschluss nochmal mit dem Drehmomentschlüssel. Hast du aber Stufe 2 stehen? Nö. Und das hier ist linksrum auf, rechtsrum auf. Okay, alles klar. You know what I mean? Aber nochmal zum Thema Fahrwerk zu kommen. Ne? Mir habe gesagt, mir gehe bewusst nicht her und du. Gewindefahrwerk, Sportfahrwerk mit Federn oder Gewindefederteller, was es alles gibt, Airride von mir aus auch noch, dann haben wir die ganze Palette verbauen, weil wir wollen euch mal zeigen, was unsere Anbauteile schon an Tieferlegung generieren, aber optisch zum Großteil. Das heißt, mir tue eine optische Tieferlegung anbringen, aber habe den Vorteil, mir habe den kompletten Komfort vom Serie-Fahrwerk. Wenn einer zum Beispiel Probleme mit dem Rücken hat oder so. Oder wir müssen mal in eine Tiefgarage runterfahren. Ja, wobei der ist schon straff. Bin jetzt ein paar Kilometer gefahren. Das R-Fahrwerk ist, finde ich, schon straff. Ich glaube, serienmäßig um 2 cm tiefer als original. Hat er ja schon. Nicht ganz sicher. Klar, werkseitig ist die Abstimmung auch von der Dämpfercharakteristik und allem schon etwas straffer angelegt. Meint ist ja auch eine Sportversion hier. Die erste Felge ist drin. Ich würde sagen, jetzt babbeln wir mal nicht zu viel, sondern knallen die ganzen Dinger auch zügig dran. Genau. Schaut doch mal einfach über die Schultern, wie ich jetzt das restliche Material rausschraube und wieder einbaue. Und dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem Boden der Tatsachen an.
mir in die Muggibude heute, wenn du es gemacht hast. Ha? Ja, hättest du jetzt das Auto gerade aufgestockt, dann würde ja, das funktionieren. Du hast doch schief umgeschmissen. Genau das habe ich eigentlich gemeint. Die hat jetzt innen drin einen Knaller. Nicht? So. Okay. Glück gehabt? Nix? Glück gehabt, außen nix. Nee, da ist zum Glück nach innen gefallen. What else can we do? Ich hab's beim ersten Mal schon, ich mir schon gedacht. Ey Junge, du schmeißt sie. Hat beim ersten Mal hat's auch geklappt. Nee. Aber das ist wie mit dem Brot und mit der Marmelade. Ja? Genau. Zum Glück ist die auf dem inneren Ring geflogen. Da wäre es nicht ganz so tragisch gewesen. Draußen, wenn ich draufgeknallt wäre, hey. Da ist ein André angerufen. Entschuldige, kannst du bitte noch mal eine rausschicken? Ja, fail. Aber wir sind alles nur Menschen. Lernt man auf der Meisterschule, oder? Ja, natürlich. Gott sei Dank bin ich Lackiermeister und kein Kfz-Meister. Reifenwechselmeister. Sonst hätte ich es gleich mal in der Innung geschickt, gell? Das sag ich dir. Alles klar. Habe ich vernommen. So. Die Schande geht auf mich. Ich weiß Bescheid. Eins noch. Felge. Felge zentriert. Die ist noch eingepackt. So, ich räume mal meine Schraube zusammen, ja, und dann machen wir das gute Ding mal ab. Ja, so wie ich jetzt schon mal sehe, könnte man tatsächlich vielleicht hinten noch einen Satz Spurplatte vertragen. Dann hätten wir nämlich eine gleiche plane Optik gegenüber vorne. Ja, aber müssen wir sehen, wenn es jetzt mal ausgefedert richtig am Boden ist. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Bedenkt, das setzt sich alles noch. Ich hätte gesagt, wir machen das sowieso. Wir bitten dann später nochmal einen Carporn. Wir pornen nochmal rum. Richtig. Und davor machen wir eine kleine Fahrerei. Na, fahren wir mal kurz, schauen wir mal, wie die, weil auch die Felge, der Querschnitt des Reifens, der Reifen selber, das gibt ja auch ein anderes Fahrgefühl. Da fahren wir mal ein bisschen und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt verändert hat. Was haben wir für Reifen vorher gehabt? Wir haben 225 40 R18 gehabt und jetzt haben wir einen 235 35 19. Klar, 1 Zoll größer vom Querschnitt. Ja. 5% niedriger und dafür 10 mm breiter in der Gesamtfläche. So, dann tun wir noch die Radschraube nachziehen im Drehmoment. Luftdruck müssen wir aufpassen, natürlich. Und dann können wir on the road. Also los geht's. Let's go. Ach du, kommt gut. Das wird. Der wird. Wenn das Auto unten steht, ist er auch gleich mal nochmal eine andere Nummer. Auf jeden Fall. Aber ich bin echt irgendwie der Bronze. Im Übrigen, Community, Frage, wie würdet ihr das finden, wenn wir Spoiler machen, die so bronzenfarben sind? Würdet ihr das cool finden? Da mal bitte auch in die Kommentare von dem einen oder anderen, der vielleicht daran interessiert wird. Also, bronzefarbene Spoiler auf dem schwarzen Auto mit entsprechenden Felgen. Steffen, geil oder geil? Finde ich geil. Ich stehe sowieso auf Farbkontraste. Bin ich absoluter Fan von. Als Lackierer sowieso. Ja, ich mag's bunt und mach die Welt gern bunter. So muss sein. Oh, ich glaube, ich glaub jetzt mittlerweile sind es irgendwie insgesamt schon über 10 Spoiler, die an das Auto drankommen. Ich tue schon extrem eskaliere hier in dem Auto, aber zeige auch, was möglich ist. Ja, sicher, und darum geht's ja letztendlich. Das ist es. So, okay, cool, dann würde ich sagen, fahren wir die Karre raus. Genau, schauen wir es uns dann mal. Dann nimm du mal die Kamera, kannst du mich mal? Yes, ja. Und was meinst? Find's gut? Ja. Find die Größe gut? Auf jeden Fall. Steht im Auto gut auch zu den Rathäusern. Ne? Also alle, die jetzt da Bock haben, da hinten noch eine Spurplatte draufknallen, können sie machen. Aber wie gesagt, also, mich macht's jetzt nicht fertig. Macht mir jetzt nicht kaputt. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Die haben ja ABE. Heißt, wir müssen die ABE reinlegen. Immer mit Führer, ganz klar. Die muss dabei sein. Die nehmen wir noch mit rein.
bevor wir jetzt losfahren. Aber das ist halt schon cool, ne? Du machst es dran, bäm, und kannst sofort fahren. Du hast jetzt draufgeschraubt, ja, und dann, ich will dir zeigen. Ja, logisch. Du willst dir jetzt mindestens 500 Mal die Flaniermeile hoch und runter fahren. Nee, das machen wir nicht, weil wir kein Poser sind. Oh, die Poser werden rausgezogen, ihr wisst ja. Also, ich hol die Papiere und dann geht's los. Let's go. So, wir sind auf der Straße unterwegs und habe direkt hier den Leistungsmonitor on air. Geil, ne? Ich find's geil. Das sind so nette Gimmicks. Aber wir haben Temperatur, das ist schon mal cool. Das ist gut. Also heißt, wir können jetzt Gas geben. 90 Grad, hervorragend. Hier dürfen wir auch ein bisschen fahren. Okay, auf die Blöcke und los. So, wie fahren sich die Felgen? Also beziehungsweise die Räder. Es ist Komfort finde ich es jetzt okay. Wir haben ja hier ländliche Straße. Die sah schön unebener und ich muss sagen, ich werde jetzt nicht rumkoppeln. Sieht vielleicht jetzt hier auf dem Monitor ein bisschen arg aus, aber ist vollkommen okay. Ja, also ich würde schon sagen, ein bisschen härter ist das Ganze schon geworden. Das merkt man. Es lässt sich, finde ich, schon auch durch die Breite der Reifen auch ein etwas gefühlt direkter lenken. Also etwas schwerer lenken. Finde ich jetzt aber nicht unangenehm. Was für eine geile Strecke hier, schau mal. Eieieiei. Deswegen will ich nicht in die Stadt ziehen. Richtig, dass man auch so. Vor allem es klappert und holpert hier noch so schön. Die Straße hier ist noch maximal im Eimer. So, wir fahren nochmal hier rein. Hier gibt es mal eine coole Festhaltenbitte. Oh. Wir müssen noch mal kurz einen Bremstest machen. Krall dich mal rein. Alles klar. Achtung und Vollbremsung. Jo, jo, jo. Wow. Aber das muss man sagen, die Airbremse ist echt nicht verkehrt. Also so rein von der Fahrerei, ich würde sagen, da hat sich das eher verbessert als verschlechtert. Gut, wir hatten davor jetzt Winterreifen und ich bin jetzt lange Winterreifen gefahren. Da hat man natürlich wieder ein ganz anderes Gefühl auf der Bremse und auch von der Kurvenlage her. Aber die Kombination 8,5, das Thomasenrad, das läuft sauber, das ist ordentlich gewuchtet. Wir haben ja keine Unruhe drin. Gut, wir müssten vielleicht jetzt nochmal bei 250 fahren, aber da sparen wir uns jetzt. Ich glaube, da kommt nicht viel dazu. Und die Breite, was hat man da? 235 fahren wir. 235 fahren wir. Also das ist zum Landstraßen schaukeln ist das optimal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir danken nochmal hiermit der Wheels Company für die Unterstützung, denn in Kombination mit der Firma Thomason ist uns hier die Radkombination zur Verfügung gestellt worden für unser Messefahrzeug Golf 7R. Und nochmal an den André und von der Firma Thomason ist es dann der Justin. Justin, Dankeschön, top, alles gut, alles schick, alles schön. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Beim nächsten Clip zu dem Auto sollte die Folierung kommen oder gegebenenfalls vielleicht auch schon Scan, Konstruktion unserer Teile. Lasst euch überraschen. Dann natürlich noch die finale Geschichte und ja, Auto steht auf der Tuning-Welt. Wann ist die eigentlich? Ende Mai. Wann genau? Kann ich da ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Irgendwann aber halt. Können wir im Internet nachlesen. Können wir alle nachlesen, genau. Da steht das Auto absolut maximal verspoilert. Schaut es euch dann live an. In diesem Sinne, ansonsten virtuell Kanal liken, freundlich sein, nette Kommentare. Wir freuen uns und ja, Adi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Hoffen wir mal, dass die Spritpreise wieder runtergehen. Oh yeah. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.